Willkommen zu unserer neuen Episode. Durch die Früchte der Erde erneuere Dankbarkeit kultivieren. Von François Bertihan. Psalm 67. Bevor Sie beginnen, vergessen Sie nicht, sich zu abonnieren, um keine Folge unserer Erkundung der Reichtümer des Glaubens zu verpassen. Wir sind oft mit den täglichen Herausforderungen beschäftigt, und es ist leicht, die vielen Segnungen zu übersehen, die Gott uns durch die einfachen, aber wertvollen Gaben der Natur gewährt. Die Früchte der Erde, reiche Ernten, saisonale Produkte und die Reichtümer der Natur sind greifbare Zeugnisse der göttlichen Großzügigkeit, die unsere Aufmerksamkeit und Anerkennung verdienen. In den Heiligen Schriften finden wir vibrierende Ausdrücke der Dankbarkeit gegenüber Gott für die Früchte der Erde. Im Psalm 67 lesen wir: Die Erde gibt ihre Frucht, danke Gott, danke, danke. Diese einfachen Worte fangen die Essenz der erneuerten Dankbarkeit gegenüber Gott für die materiellen Wohltaten ein, die er uns durch die Gaben der Erde gewährt. Die Früchte der Erde sind nicht einfach nur Naturprodukte zum Verzehr, sondern vielmehr sichtbare Zeichen von Gottes Wohlwollen und Vorsehung gegenüber seinen Kindern. Jede reiche Ernte, jede reife Frucht ist ein Ausdruck seiner Gnade und seiner unendlichen Liebe zu uns. Diese materiellen Segnungen als göttliche Gaben anzuerkennen, lädt uns dazu ein, eine Perspektive der Dankbarkeit und tiefen Anerkennung für Gottes Großzügigkeit in unserem Leben einzunehmen. Eine Haltung erneuter Dankbarkeit gegenüber Gott für die Früchte der Erde zu kultivieren, ist eine wichtige spirituelle Praxis. Dadurch bleiben wir mit der Quelle aller Versorgung und allen Guten in unserem Leben verbunden und erkennen demütig an, dass jeder Bissen, den wir zu uns nehmen, ein Geschenk aus seiner liebenden Hand ist. Erneuerte Dankbarkeit öffnet uns auch die Augen für die Wunder der Schöpfung und fordert uns auf, in größerer Harmonie mit der Natur und denjenigen zu leben, die für ihren Lebensunterhalt von ihr abhängig sind. Diese Dankbarkeit bringt uns dazu, unsere Segnungen mit anderen zu teilen, vor allem mit denen, die in Not sind. Wir sind dazu aufgerufen, gute Verwalter der Gaben zu sein, die Gott uns gewährt, und auf seine Großzügigkeit zu reagieren, indem wir unsere Hände nach denen ausstrecken, die in Not sind. Indem wir unsere Ernte mit anderen teilen, tragen wir dazu bei, die göttliche Vision einer Gemeinschaft zu verwirklichen, in der alle die Früchte der Erde in Fülle und Dankbarkeit genießen können. Gottes Segen durch die Früchte der Erde zu erkennen, ist eine Einladung, eine erneuerte Dankbarkeit für seine Güte und Großzügigkeit in unserem Leben zu kultivieren. Vergessen Sie nicht, sich zu abonnieren, um keine Folge unserer Sendung zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie wieder in den Reichtum des christlichen Glaubens eintauchen wollen.